Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das richtige Schleifmittel, in diesem Fall die Schleifscheibe, für euer für euer Werkzeug, für eure Maschine finden könnt. Ich demonstriere euch das hier in Form oder mehr zu sagen an meinem Exzenter Es gibt natürlich auch noch andere Schleifmaschinen, wie zum Beispiel eine Giraffe, aber im Prinzip ist das immer wieder dasselbe. Ich hatte euch ja schon in anderen Videos erläutert, wie ihr mit den Schleifscheiben richtig arbeitet und bin dann auch hier auf diese Netzschleifscheiben zur sprechen gekommen. Diese Schleifscheiben sind eigentlich die Schleifscheiben der Zukunft. Man schleift heutzutage eigentlich nur noch hiermit, das altbekannte Schleifpapier hat ausgedient. Wie finde ich nun die richtige Schleifscheibe für meine Maschine? Hier habe ich einen Exzenterschleifer. Schleifer. Hier müsst ihr zu eigentlich nur folgendes wissen. Ihr schaut euch hier unten den Teller an. Der Teller hier hat eine Aufnahme für die Schleifscheiben. Hier werden die Schleifscheiben aufgebracht und diesen Teller messt ihr einfach mal. Meistens steht es auch in der Maschinenbezeichnung schon drin, was für ein Teller drauf ist. Hier in diesem Fall 40, 150. Das steht für einen 150er Teller. Wenn ihr das nicht wisst, nehmt ihr einfach einen Gliedermaßstab. Und messt hier einfach mal den Teller und wir sehen, wir haben hier 15 cm Durchmesser, also haben wir einen 150er Teller. Habt ihr hier zum Beispiel eine Schleifgarafe, wird der Teller natürlich größer sein und ihr müsst dann dementsprechend das passende Schleifmittel oder hier das passende Netzschleifmittel hierfür erwerben. Aber wir merken uns einfach mal, wir haben einen 150er Teller und schauen jetzt auf meinen Rechner. Um nun das richtige Schleifmittel zu finden, begeben wir uns zum Schleifscheibenshop. Diesen könnt ihr einfach googeln oder direkt anwählen. Wir geben hier einfach Schleifscheibenshop.eu ein und bestätigen das. Sind wir im Schleifscheibenshop angekommen, finden wir hier oben eine Schnellübersicht. Hier finden wir unsere Schleifmittel. Unsere Werkzeuge, zum Beispiel auch für Handschleifen, Zubehör wie zum Beispiel Schleifteller, Schutzauflagen. Diese sind natürlich wichtig. Ich werde immer eine Schutzauflage mitbestellen. Somit nutze ich euer Teller nicht ab und ihr könnt die Schutzauflage tauschen. Und natürlich auch Softauflagen. Diese braucht ihr für Konturschleifen. Das habe ich aber schon in anderen Videos erläutert. Ich würde euch empfehlen, den Auswahlassistenten hier zu verwenden. Wir klicken einfach mal auf den Auswahlassistenten und mit dessen Hilfe können wir sehr einfach die richtige Schleifscheibe für unsere Maschine finden wir, hatten ja als Beispiel einen Exzenterschleifer, also wählen wir hier Exzenterschleifer aus. Ganz wichtig natürlich bei unserer Maschine ist die Tellergröße. Ich hatte eine Tellergröße von 150 mm ermittelt, also wähle ich natürlich 150 mm aus. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was wir schleifen wollen. Wollen wir unsere Wand verschleifen, Putz und Gips? Wollen wir Lacke verschleifen, Kunststoffe oder wollen wir im Kfz-Bereich schleifen? Am meisten wird wahrscheinlich Holz geschliffen oder wollen wir Metall verschleifen. Wählt dann dementsprechend euer Material aus. Ich zeige es euch am Beispiel Holz. Auf dieser Seite angekommen, scrollen wir nach unten und wir sehen hier vier Suchergebnisse, das heißt vier Suchergebnisse, die zum Beispiel auch für das Schleifen von Holz geeignet wären. Wir sehen, dass wir hier diverse Sets haben oder diverse Körnungen. Das sehen wir hier an dem Punkt Körnungen. Hier haben wir zum Beispiel die Körnung P80 bis P400. Dann scrollen wir noch mal etwas weiter nach unten. Hier möchte ich euch noch mal auf eine Besonderheit hinweisen, und zwar das Kürzel ACE. Die Schleifscheiben mit dem Kürzel ACE sind Schleifscheiben mit einem Keramikkorn. Diese Schleifscheiben haben eine deutlich längere Standzeit und man kann sie zum Beispiel auch verwenden, um eventuell sogar Stahl anzuschleifen oder zu verschleifen. Haben wir uns nun für ein Produkt entschieden? Ich nehme einfach mal hier oben das Standardset. Gehen wir zum Artikel und können nun hier unsere Körnung auswählen. Wir können entweder direkt nur eine Körnung bestellen, zum Beispiel P80, 50 Stück oder P120, P180, P240 oder P320. Oder, was ich natürlich für den Anfänger oder generell für den Hobbyhandwerker empfehle, nehmt doch einfach mal so ein Mixset. Hier sind alle Körnungen vorhanden, die man eigentlich so im Alltag braucht. Bestellt euch das Mixset. Und wenn ihr dann merkt, dass ihr eine spezielle Körnung mehr verbraucht, könnt ihr dann gezielt diese eine Körnung dann auch noch mal nachbestellen. Aber mit dem Mixset ist man schon mal sehr gut aufgestellt. Man hat hier zehn Scheiben je Körnung und kann damit eigentlich ganz gut loslegen. will dann einfach die gewünschte Stückzahl und legt den Artikel in den Warenkorb. Haben wir den Artikel zu unserem Warenkorb hinzugefügt, werden uns noch weitere Beispiele angezeigt. Hier habe ich auch noch mal einen wichtigen Tipp. Ich hatte es euch ja schon am Anfang des Videos erwähnt. Kauft eventuell auch eine Schutzauflage mit hinzu. Diese Schutzauflage schützt euren Schleifteller. Das heißt, wenn ihr doch mal durch das Schleifmittel hindurch geschliffen habt, wird hier die Schutzauflage beschädigt. Diese kann man ganz einfach austauschen. Denn den Schleifteller auszutauschen ist zwar bei vielen Maschinen auch möglich, wird aber mitunter sehr, sehr teuer. So, wir haben nun hier unseren Kauf. Soweit abgeschlossen, gehen direkt zum Warenkorb und können die Bestellung entweder direkt mit PayPal abschließen oder wir klicken weiter zur Bestellung und bestellen mit unseren Shop-Anmeldedaten. Noch ein kleiner Zusatztipp: Bestellungen beim Schleifscheibenshop EU werden natürlich versandkostenfrei geliefert, was also bedeutet, auch wenn ihr kleinere Mengen bestellt, kommen diese natürlich versandkostenfrei zu euch. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video erläutern, wie ihr das richtige Schleifmittel für eure Maschine findet. Übrigens, dieses Video hier entstand in Zusammenarbeit mit dem Schleifscheiben-Shop. Link zum Shop natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal. Den Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben mit dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.